Regina Preuß aus Kiel auf den Weg zur Arbeit. Es geht Richtung Polarkreis. Also ich glaube, dass das so was Besonderes, so was Außergewöhnliches, damit kann man nicht rechnen. So was gibt's eigentlich nicht. Eine Woche hat sie frei. Die andere Woche arbeitet Regina in Reykjavik auf Island. Der Grund? Sie ist die einzige Rechtsmedizinerin, die es auf der Insel gibt. Deshalb wird sie regelmäßig eingeflogen. Ich lese immer die Zeitung, solange ich in Deutschland bin, und gucke, ob irgendwas Besonderes passiert ist, woraus ich schon schließen kann, dass Arbeit auf mich wartet. Jetzt werde ich mal sehen, was mich überrascht. Als vor 2 Jahren das Angebot von der Rechtsmedizin aus Reykjavik kam, hat Regina zugegriffen. Ohne auch nur ein Wort Isländisch zu können. Ich wollte ein Abenteuer erleben und ich wollte gerne Auslandserfahrungen machen. Da bot sich dann die Chance und dann habe ich die wahrgenommen. Dienstbeginn. Auf die deutsche Rechtsmedizinerin warten die Fälle der letzten Woche. Außer ihr macht niemand diesen Job auf Island. Sie ist die Einzige. Bei gerade mal rund 300.000 Einwohnern kann nicht jede Stelle besetzt werden. Deshalb ist Regina hier so wichtig. Was ich nicht sehe und was ich nicht kenne, das bleibt eben unentdeckt. Und insofern lastet da eine sehr große Verantwortung auf mir. Im Durchschnitt 2 Morde pro Jahr. Außerdem Fälle mit ungeklärter Todesursache. Rund 10% der Toten Islands landen in der Rechtsmedizin. Über ihre Fälle darf Regina nicht vor der Kamera sprechen, auch mit Freunden nicht. Das kommt immer wieder vor, dass man Fälle nicht abschütteln kann. Insbesondere, wenn es um Kinder geht oder wenn es Fälle sind, wo man sich fragt, warum zu dem Zeitpunkt, warum in dem Alter. Das gibt es immer wieder. Den Job hinter sich lassen, das kann sie in der Natur. Ein Ort hat es Regina besonders angetan. Der Grabenbruch am Thingvellir. Hier treffen die amerikanische und die eurasische Kontinentalplatte aufeinander. Und schon vor vielen Jahrhunderten tagte hier der isländische Rat. Also das Besondere an diesem Ort für mich ist zum einen, dass der voll von isländischer Geschichte ist. Und zum anderen, ganz persönlich für mich, ist das ein besonderer Ort, weil mein Mann und ich in der kleinen Kirche da unten geheiratet haben vor 2 Jahren. Er ist ja jetzt in Deutschland. Ich bin, wenn ich in Island bin, alleine hier. Und das ist so ein Ort, wo ich mich ihm dann immer ein bisschen näher fühle. Die Deutsche lernt Island immer besser kennen, auch beruflich. Denn bei einigen Mordfällen muss Regina auch zum Tatort. Ich würde super gerne mal mit dem Helikopter irgendwo hinfliegen zu einem Mord. Ob das nur auf einem Gletscher ist oder irgendwo am anderen Ende der Insel, ganz egal. Aber das wäre mal richtig toll. Gletscher, Vulkane und heißer Dampf. So wie in Hveragerði, einer Region, die für ihre Geothermie bekannt ist. Regina hat dort eine Einladung zum Abendessen. Okay. Auch das ist Island. Gekocht wird im Vulkanofen. Es gibt Lamm, gegrillt auf die isländische Art. Regina. Ja, das duftet. Jon ist Pastor und kennt Regina gut. Vor 2 Jahren hat er sie und ihren Mann getraut. Und er hat in Deutschland studiert. Er weiß, was es heißt, im Ausland zu leben. Ja, ich finde das mutig, also, dass sie hier so eine Arbeit genommen hat. Aber sie ist, hat isländisch ganz tapfer gelernt, finde ich. Und also manchmal bekommt man so SMS von Regina und so, die gut gelungen sind, wirklich. Die ist ein sehr warmer Mensch. Und es ist immer eine Freude, sie zu treffen.
Regina muss ihr Leben zwischen zwei Welten gut organisieren. Das klappt aber hervorragend. Das ist einfach traumhaft schön. Ich habe sowohl hier in Island sehr gute Freunde gefunden, als auch in Deutschland meine Freunde gefunden. Und ich fühle mich in beiden Welten sehr, sehr wohl. Nächste Zeit im Jahr. Januar. Den nächsten Morgen nutzt Regina für einen Ausflug nach Selfoss. Auf den Spuren ihrer eigenen beruflichen Vergangenheit und den Anfängen ihrer Karriere auf Island. Der erste Fall war ein total spannender Fall. Das war die Exhumierung von Bobby Fischer, dem Schachweltmeister. Da musste ich in das Grab runtersteigen und DNA-Proben nehmen, weil es um Vaterschaftsfragen ging. Eine amerikanische Schachlegende begraben in Island. 1972 wurde Bobby Fischer Schachweltmeister in Reykjavik. Die posthume Vaterschaftsklage wurde per DNA-Test geklärt. Ergebnis negativ. Für einen Rechtsmediziner ist das großartig, das ist total spannend. Exhumierungen kommen für Rechtsmediziner nicht so häufig vor. Und das ist einfach die Sache an sich sehr aufregend. Und das bei jemandem so Bekannten zu machen wie Bobby Fischer ist natürlich erst recht aufregend. Und auch das ist Island. Ein ehemaliger Opernsänger, der als Präparator in der Rechtsmedizin arbeitet und ab und an für seine deutsche Kollegin singt. Alltag in der Rechtsmedizin. Nach der Obduktion die Detailarbeit im Labor. Doch dann vielleicht schon der nächste Fall. Denn die Kripo braucht Reginas Hilfe. Hi. Hi, dir. Ready? I pick up my anorak. Was vor 2 Jahren für Regina als Abenteuer begann, ist inzwischen Teil ihres Lebens. Und Island ohne die deutsche Rechtsmedizinerin? She's very important. Since we don't have a steady pathologist in the country. Regina ist extrem wichtig für uns, sagt Björgvin Sigurdsson von der Kripo. Wenn sie mit zu Tatorten kommt, dann hilft uns das wirklich sehr. Ich muss mal gucken, wie lange ich hier noch auf Island bleibe. Ich würde gerne länger bleiben und die Arbeit geht hier, glaube ich, auch nicht aus.